Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch heute ganz kurz erklären, was Geocaching ist und was man braucht, um dieses wundervolle Spiel spielen zu können. Geocaching ist eine Art Schnitzeljagd, eine Art Schatzsuche. Dabei verstecken Spieler kleine oder größere Schätze überall auf der Welt, veröffentlichen die Koordinaten auf einer Internetplattform oder in einer App und machen sie so anderen Spielern zugänglich, damit die diese Schätze suchen können. Und alles, was ihr braucht, um dieses Spiel auch spielen zu können, ist ein Smartphone mit einer Geocaching-App und einem Stift. Die Geocaching-App, die schauen wir uns jetzt mal an. Bis gleich. Dazu empfehle ich zunächst, in den App Store zu gehen und sich dort eine Geocaching-App runterzuladen. Ich empfehle die Original Geocaching, die ist auch kostenfrei. Das ist die App der weltgrößten Plattform geocaching.com. Die bietet Zugriff auf 3,2 Millionen Geocaches weltweit. Die öffne ich jetzt mal. Und jetzt geht es darum, mir hier einen Account zu erstellen. Das geht relativ schnell, zum Beispiel über Facebook. Das erlaube ich. Und schon habe ich einen Account, kriege hier verschiedene Sicherheitshinweise und muss einige Freigaben erlauben. Also die Standortfreigabe logischerweise. Und dann bekomme ich hier in meiner Umgebung ganz viele Geocaches angezeigt. Die haben unterschiedliche Symbole. Und dann suche ich mir mal einen raus, zum Beispiel diesen hier. Kriege da den Hinweis, dass es sich um einen sogenannten Traditional handelt. Dann öffnet sich die Seite für den Geocache. Ich habe hier die Schwierigkeit, ich habe die Terrorwertung und die Größe, das gibt mir ein bisschen Hinweis darauf. Ich habe hier noch mehr Text, den ich mir anschauen kann. Und wenn ich ihn gar nicht finden sollte, kann ich mir den zusätzlichen Hinweis anschauen und habe so vielleicht noch einen weiteren Tipp, wo ich suchen sollte. Und hier kann ich dann auf Navigieren drücken und dann sagt mir das Gerät ganz genau, wie weit ich mich bewegen muss und in welche Richtung ich gehen muss, um den Geocache zu finden. Ich kann mir das Ganze dann auch, wenn es ein bisschen weiter ist, mit Google Maps auf der Karte anzeigen lassen und die Navigation beispielsweise mit dem Fahrrad dorthin auch absolvieren. Und dann werde ich dorthin gelotst. So einfach ist das. Wenn ihr euch die App dann installiert habt, einen Geocache ausgesucht habt und von eurem Smartphone zum Ort des Geschehens navigieren lassen habt, dann heißt es suchen. Das Gerät bringt euch nur in die Nähe des Geocaches. Es gibt eine Ungenauigkeit von etwa 5 Metern. Das heißt, jetzt kann ich das Telefon wegstecken und brauche meine Hände und meine Augen. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie so ein Geocache aussehen kann. Was Auffälliges. Hier ist jetzt mir tatsächlich etwas aufgefallen und zwar ist hier ein Pflasterstein mit so einem Metallding in der Mitte und das kann man hochheben. Vielleicht hat das ja was mit dem Geocache zu tun. Tatsächlich ein kleines Geheimfach hier mitten in der Straße und das ist der Geocache und hier ist jetzt das Logbuch drin und wenn ich das dann gefunden habe, dann heißt das eigentlich nur noch mich eintragen. Und dann den Geocache wieder ordnungsgemäß verstecken und in der App auf gefunden drücken. Dann habe ich den Punkt absolviert und kann mich aufmachen zum nächsten Geocache.